Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Imperfection Art. Tja, wie ihr seht, malen wir heute Levi weiter. Wir erinnern uns hoffentlich noch daran, dass wir beim letzten Mal den Kopf quasi grob angelegt haben. Also grob mit den ersten kleinen Licht- und Schattendetails. Heute gehen wir dem guten Kerl mal richtig an die Augen. Da er sich ja beim letzten Mal schon die Braue hat zupfen lassen, werden wir heute uns mal ein bisschen um die Wimpern kümmern, ne? Der schöne Mann. Schau dir das an. Bah, grobporisch, da muss aber was drauf. Da müssen wir aber ein bisschen, wie heißt das Zeug? Rouge. Rouge auf die Wängchen. Bisschen Lippenstift. Und dann putzen wir den Levi richtig aus, ne? Und kann der abends zusammen mit dem Ehren, kann er da einen trinken gehen. Da können sie mal richtig schön einen drauf machen. Nur das wäre fein, mein Junge, ne? Ja, jetzt guck doch nicht so streng, Mensch. Das ist doch alles nur Spaß. Nun denn. Ich leg eine neue Ebene an. Und auf dieser neuen Ebene, ufts weg damit, werde ich jetzt ein paar Wimpern malen. Ich brauche nur einen schönen Pinsel dafür. Der ist nicht schön. Der ist schön. Ich glaube, dass es schön ist. So. Es ist ja so simpel, ne? Wir nehmen jetzt hier die Farbe. Zack. Machen wir die ein bisschen dunkler. Zack. Jetzt gehen wir da rein. Und dann werden einfach ein bisschen Wimpern gemalt. Guck mal, dass oben ein paar mehr Wimpern sind als unten. Ne? Also, was ich damit sagen möchte ist, oben sieht man einfach mehr als unten. So. Damit nicht genug. Muss man hier ein bisschen heller werden, ne? Da guckt man ja auf das Unterlid. So. Hallo. Oh, jetzt geht das wieder los. Pipette. So, und wir machen mal ein paar Pupillen rein. Man sagt immer, solange eine Figur noch keine Pupillen hat, fehlt irgendwas. Ja. Das stimmt. Gemeint ist damit aber tatsächlich der Ausdruck. Also man kriegt den Ausdruck nicht so richtig eingefangen, solange eine Person auf dem Bild noch keine Pupillen hat. Ich entnehme jetzt einfach mal dieser sehr detaillierten Vorlage, dass Levi sehr dunkle Augen hat. Ich nehme an, es ist dunkelbraun. Ich weiß es nicht. Also die Fans mögen mich jetzt bitte nicht schlagen und steinigen dafür. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin ein großer Unwissender. Ich mache dem jetzt aber braune Augen. Meine ist aber auch nicht der Original-Levi, wie ihr seht, ne? Seht euch diesen Mann an und dann schaut euch mal hier den Knaben an. Also das... Das ist ein Unterschied, ich sage es euch. Wie Tag und Morgen. Ja, ich weiß, normalerweise sollte man erst braun malen und dann in die Pupille rein. Ja, ihr habt ja vollkommen recht. Und gütiger, der Kanal heißt Imperfection Art. Es muss also nicht perfekt sein. Und ein dunkleres Braun, da kriegt der Schatten von oben, ne? Und dann ein bisschen heller. So, das behagt mir ganz gut. Kann man erstmal so lassen. Und jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen ans Oberlid gehe. Kritzel ich mir hier so eine harte Lichtkante rein. Hier auch, auf diese Seite. Hier, die haben wir ja schon angedeutet. Das Licht trifft von hier auf das Jochbein und hier, wo das Augenlid ist, wo die Wölbung ist, mache ich auch eine Lichtkante hin. Ich kann die sogar ein bisschen heller machen hier, zack.
und so wird dann das Unterlied ein bisschen ausmodelliert. Ja, andersherum müssen wir natürlich auch nochmal in das Oberlied einen Schatten reinsetzen. Gucken wir mal, dass wir hier den Braunton nehmen. Oh, da hat aber jemand ganz schlecht geschlafen. Junge, was hast du gemacht heute Nacht? Hast du wieder mit dem Ehren zusammengefeiert? Mensch, ich sag dir doch, du sollst das doch nicht tun, Mensch. Mach doch mal lieber deine Hausaufgaben, Junge. Manchmal kriege ich das mit dem Shortkey nicht hin. Mit der Pipette. Ich hatte ja mal erzählt, ne? Alt drücken, dann hat man die Pipette. Hier, da ist sie. Und dann muss man eigentlich nur noch tippen, aber mit dem Pen von dem Tablet. Das, keine Ahnung, die hassen sich, glaube ich. Hassen sich eure Pens auch. Mit der Pipette meine ich. So. Und jetzt wird gewischt. Der Hausputz, der steht an. So. Oh, das war klein. Was habe ich denn damit zuletzt gemacht? Na! Machen wir ein paar schönere Übergänge. Wie ihr seht, das bleibt nicht so. Das ist ein bisschen wie, als würde man auf einer Palette arbeiten. Nicht auf einer Palette. Ach, sag schon. Hier, Leinwand. Ach, dankeschön, ihr seid so gut. Wenn ihr auf einer Leinwand arbeitet, dann legt ihr ja auch eine Farbschicht an, so, und wenn ihr euch die noch nicht so gut gefällt, dann wird da doch mal ordentlich mit dem Pinsel drüber gewischt. Genau das passiert hier. Nur halt eben digital. Man sagt irgendwie immer sehr leicht, ach ja, das ist ja nur ein digitales Bild, das möchte ich jetzt aber nicht kaufen, weil, traditionell ist ja viel mehr Arbeit drin, ne? Ja, aber das sagt man auch nur so, weil es ist de facto nicht so, ne? Also jemand, der schon mal digital gearbeitet hat, so richtig digital, der weiß, dass da sehr viel Arbeit drin steckt und eigentlich der Stundenaufwand sich nicht viel nimmt, wenn man es richtig macht. Ich habe es letztens nochmal ausprobiert, da werde ich auch nochmal ein Video zu hochladen irgendwann. Oder vielleicht auch nicht, muss mal gucken. Ich habe noch mal ein Speedpaint auf Leinwand gemacht mit Acryl. Innerhalb von 45 Minuten habe ich das auch hinbekommen. Das gleiche kriegt man natürlich auch digital hin. Umgekehrt, wenn man sich digital drauf einlässt, kann man auch an einem Bild mehrere Tage bis Wochen sitzen. Und das gleiche ist ja auch bei Leinwandarbeiten so. Also entsprechend kann ich da nur bestätigen, es ist genauso viel Arbeit. Es ist nur eine andere Art von Arbeit. Ne, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Kochen, glaube ich. Ne? Ob du jetzt ins Restaurant gehst und da jemand für dich kochen lässt, der hat ja die gleiche Arbeit. Hier ist das der Rechner, der für dich kocht. Aber letztendlich... Ich merke gerade, der Vergleich hing. Vergesst einfach den Kochvergleich, ja? Vergesst ihn einfach. Vielleicht habt ihr einen besseren. Aber ihr wisst, was ich meine. So... An für sich ist das schon in Ordnung hier, finde ich, aber jetzt fehlt natürlich wieder irgendwie Licht. Ich brauche mehr Licht. Was ist das? Das ist der falsche Pinsel. Der ist hübsch. Ach, ist der hübsch, den nehme ich. Ich brauche etwas, das wirklich... sehr konkret ist. Das ist ja jetzt ein Pinsel, der ist ein bisschen, der blutet ein bisschen aus, das sieht man auch in der Vorschau. Ich brauche aber was Konkreteres. Ja, der sieht konkret aus. Ich muss mal gucken, ob er das auch ist. Ja, der ist schon besser. Und jetzt arbeite ich mir hier so Details raus. Ach, guck mal, da kann ja nichts passieren, weil hier habe ich ja gar keine Farbe. Ne, das sind jetzt die Augen. Sieht ja schon ganz gut aus. Ab auf eine Ebene damit. Und jetzt kann ich hier schön weiterarbeiten. Das mache ich auch mal. Über der Lippe ist ein Lichtreflex. Unter der Nase auch.
achtet darauf, dass ihr das Nasenloch nicht umrahmt. Das hat keine Konturen, aber auch hier trifft ja auf einer Seite des Löchleins Licht auf. Einfach, weil das ist ja nicht nur ein Loch. Ne? Die Nase, die ist hier unten gewölbt. Die hat so eine Kurve nach unten. Die ist also nicht ganz abgeschnitten wie ein Dreieck, sondern die hat hier so eine, ja, so eine Kurve halt nach unten, wie ich bereits erwähnte. Und entsprechend, wenn da Licht drauf fällt, muss ja hier irgendwo auch wieder Licht sein. So. Brauchen wir den Nachbelichter wieder. Ach, jetzt widme ich mich dem Mund. Welch kussfreudiges Paar Lippen. Das wird aber jetzt schön geschminkt. So kannst du nicht raussehen, mein Junge der Ehren. Der möchte schon richtig hübsches Kerlchen mitnehmen. Das geht doch so nicht. Ist ja noch ein bisschen matschig, als hättest du dich ins Gras gelegt, mein Freund. Aber was nehme ich denn da? Mit was? Was hielt man an die Lippen? Ich habe gerade keinen Lippenstift dabei. Probieren wir es doch einfach mal mit so einem schönen Pinselchen hier, mit so einem richtig schönen Struktur. Warte mal, welche Farbe nehmen wir denn da? Ich habe eine neue Ebene erstellt. Eine neue Ebene, um zu gucken, was ich hier tue. Das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu... Oh, wunderschön. Vielleicht mache ich blau. Blaue Lippen sind auch schön. Richtig schön cyanotisch, so unter Luftmangel. Wird er gerade von einem Titanen gewürgt. Komm dann nach Hause und sag, schau dir mal meine Lippen an. Was ist das denn? Hast du einen neuen Lippenstift? Lass mal ausprobieren. Nee, das war der Titan, der hat mich wieder gewürgt. Ach, so eine Lump. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Sind die alle irgendwie kacke gerade? Komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ich gehe jetzt einfach mal mit einem anderen Pinselchen ran. Die Macht der Gewohnheit. Ich wollte mir jetzt gerade allen Ernstes einen Farbton von den Lippen nehmen. Ach komm, ich gönne mir einfach den Spaß. Das ist ein Sonnenscheinchen, ne? Der ist immer am Lächeln. Die müssen auch abends hier die Wangen wehtun vom vielen Grinsen. Ja, wenn man Lady auf den Kopf stellt, dann lächelt er ja. Hier schon mal ein Klassenfoto damals. Da haben sie mit Photoshop immer nachbearbeiten müssen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier nochmal so ein paar kleine Strichlein reingemalt, die verwische ich gleich. Damit zeichne ich mir an, wo noch ein paar Schatten hingehören. Ich mag es eigentlich, dass Charaktere bei so einem smarten Lächeln so Grübchen haben. So, dann wischen wir das Ganze mal wieder schön. Ich lege jetzt eine neue Ebene an. Und jetzt tue ich Folgendes. Ihr sollt ja auch was lernen. Ich nehme jetzt dieses Zeichenwerkzeug. Das ist einfach nur ein Pinsel mit einer harten Spitze. Und ich nehme jetzt hier den Farbton, diesen hier. Und ich mache jetzt einfach so. So. Jetzt nehmen wir den Radiergummi. Und da nehmen wir auch eine harte Spitze. Ihr könnt den gleichen Radiergummi nehmen, nur ihr müsst den kleiner ziehen. Und am besten, ja, ich lasse ihn mal auf Deckkraft 30%, ne, dass er noch nicht so viel wegnimmt. Und jetzt gehe ich rein und mache Folgendes. Ich schraffiere. Und jetzt gehe ich auf, machen wir 80% oder annähernd 80% und schraffiere nochmal. So, dann können wir so drüber gehen, ein bisschen quer. Oben brauchen wir eigentlich nicht so viel Licht, ne? Die Oberlippe ist in den seltensten Fällen so voller Glanz. Muss auch schon richtig viel Lippenstift drauf haben. Sieht schon ganz gut aus, aber das Ganze muss noch ein bisschen mehr strahlen.
die Transparenz ein bisschen runter. Und dann füge ich das zusammen auf die darunterliegende Ebene. Und dann nehme ich mit meinem Wischpinsel die harten Übergänge da mal raus. So. Und jetzt habe ich eigentlich schon eine ganz gute Lippentextur. Kann ich jetzt noch ein bisschen verfeinern. Ich bleibe mal bei dem Pinsel, den ich eben hatte. Und mach aus diesem Farbton hier den nächst helleren. Und damit setze ich mir noch mal so ein paar hellere Akzente rein. War ein bisschen too much hier oben. Ach, Mensch, Levi. Lass doch die Kacke. Der arbeitet voll gegen mich. Der will nicht schön aussehen. Warum? Levi, das ist nicht schlimm. Schön auszusehen, das ist schön. Bis zum Blickfang. Die werden die Titanen zu Füßen liegen. So ein gelecktes Kerlchen wird doch sicherlich verschont im Kampf. Sei doch mal froh. Deswegen zupfst du dir doch auch schon seit Jahren die Braue. Speicher den Spaß. So, schau, das Urs. Oh Gott, der hat einen kussfreudigen Mund. Nee, der hat wirklich so ein spitzes Paar Lippen. Das war vielleicht doch ein bisschen zu viel hier. Bisschen arrogant, der kleine Pisser hier, ne? Die Augen auf einer Höhe, oder muss ich was korrigieren? Ist zu hell, aha. So, so. Gut. Nun denn, dann wollen wir mal weitermachen. Ich dupliziere mir die Ebene. Zack, mit Steuerung U öffne ich Farbton-Sättigungsmenü und gebe dem guten Mann, ach schön, wo wir eben beim Stichwort Cyanose waren, gebe ich ihm einen schönen blauen Hautton. Willkommen auf Pandora, fehlen noch ein paar Streifen im Gesicht. Jo, dabei bleibt es natürlich nicht. Das wäre ja wirklich. So, ich brauche den Blauton, denn in unserer Haut ist, wenn Licht drauf trifft, auch immer ein bisschen Blau mit drin. Das hat was mit der Transparenz der Haut zu tun. Da gibt es auch einen Fachbegriff für, den weiß ich gerade irgendwie nicht mehr. Müsste jetzt einfach so hinnehmen, dass das so ist. Ich musste das auch damals, seinerzeit, als ich noch klein war, noch Eierschalen hinter den Öhrchen hatte. So. Das, was ich nicht brauche, das wird jetzt weggradiert. Hat was von Johnny Depp, finde ich. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Duplizieren. Jetzt wird's mit den Rottönen gemacht. Levi, du bist so grün im Gesicht, gell? Ist dir nicht gut? Es ist alles in Ordnung, Aaron. Ich bin so aufgeregt vor heute Abend. Ich habe mich für dich hübsch gemacht. Hat ein bisschen was von Raziel aus Soul Reaver, finde ich. Raziel hat auch nie gelächelt, aber das hatte andere Gründe. So. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich das Gesicht noch ein bisschen feiner machen möchte. Im Sinne von, ich muss da nochmal reinwischen. Nicht mehr so viel, weil ich mag eigentlich
dass man den Duktus sieht, hier also diesen Pinselstrich. Das finde ich ganz hübsch. Aber das soll halt eben nicht überall sein, ne? Ist ja noch ein junger Kommandant. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Das wisst ihr vermutlich besser als ich. Ich würde jetzt mal auf Anfang 30, Ende 20 tippen. Oh, ich hatte da richtig eins aufs Maul bekommen, ne? Also hier hat er... Da hat er sich wieder mit jemandem angelegt, der sich keine Brauen zupft. Jetzt machen wir es wie im Englischunterricht damals, wo man auch nochmal dann wiederholen musste, was die Lehrerin da gesagt hat. Nur, dass ich das nochmal wiederhole für euch. Und zwar, ich habe die Ebene dupliziert und habe die Blautöne verstärkt, beziehungsweise den Levi ein bisschen cyanotisch gemacht und habe die Ebene dann ja, so radiert, dass ich feine Blaunuancen auf der Haut hatte, habe die Ebenen zusammengefügt und das Ganze nochmal wiederholt, nur diesmal mit Rottönen. Und jetzt gerade verwische ich diese Elemente, damit das nicht so harte Kanten sind. Und der Satz klang so, als würde da noch was kommen, tut es aber nicht. Und so pinsel ich weiter. Ich muss mal eben eine Spur nachvertonen. Ich habe was vergessen zu erzählen. Dann habe ich einfach aufgehört zu reden und vor mich hingepinselt. Also ich habe jetzt schon mal angefangen, Licht und Schatten auf die Kleidung zu setzen und verwische das auch wieder, damit, wie gesagt, keine harten Kanten entstehen und verbessere jetzt quasi nochmal die Details. Also das ist jetzt wirklich nur noch ja, so ein bisschen Korrektur von einfach allem. So, und dann setze ich mir ein Layer drüber, mache wieder eine Verlaufumsetzung und gucke, dass ich da so ein bisschen was wegradiere, was mir da so nicht gefällt. Also ich hatte mit dem Verlaufswerkzeug jetzt eine neue Ebene gefüllt und bin auf den Luminanzebeneneffekt gegangen und jetzt radiere ich mir da die Lichtkanten wieder rein. Wie so oft. Tja, wie ihr hier seht, ist das fertige Bild. Oh, wie habe ich das nur hingekriegt, so schnell und mit nur einem Klicker? Das ist ganz einfach. Die Videodatei war kaputt und ich konnte sie am Ende nicht mehr gebrauchen. Das Programm hat sich immer wieder aufgehangen, während ich versuchte, aber da noch so ein bisschen dran auszubessern. Es hatte keinen Sinn, Leute. Und ja, jetzt kann ich noch bisschen mündlich rekonstruieren, was ich da so gemacht habe und gegebenenfalls in einem zweiten Video nochmal erklären, wie ich da so gearbeitet habe. Allerdings habe ich ja auch meine Bilddatei entsprechend überschrieben. Nun ja, also, was habe ich denn so gemacht? Ich habe nochmal auf zwei neuen Ebenen einen Verlauf in Schwarz und Weiß angelegt und einmal in Braun und Dunkelbraun. Und an entsprechenden Stellen dann wegradiert, sodass ich halt noch ein paar Highlights rausgearbeitet habe. Die Ebenen habe ich dann beide jeweils mit Multiplizieren und ineinander kopieren auf die darunterliegende Ebene reduziert und letztendlich nochmal mit dem Wischpinsel einzelne Elemente ein bisschen weicher gezogen. Mit einem Strukturpinsel habe ich den Hintergrund nochmal eingefärbt, der war mir dann am Ende doch zu hell. Und das Ganze dann eben auf einer Ebene reduziert. Ja, und das Ergebnis, das seht ihr ja. Ja, es tut mir leid, dass da jetzt Zwischenschritte fehlen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was aus dem Video mitnehmen und seid jetzt nicht zu enttäuscht. Ich versuche das Ganze nochmal in einem separaten Video später aufzugreifen, aber es werden ja noch viele, viele weitere Folgen und da werden sicherlich auch nochmal ein paar Dinge über die Nachbearbeitung erklärt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, lasst ein Däumchen oben und bis dahin, tüdelü!